Aber wir müssen uns so ein bisschen fallen lassen. Und dann schneide ich genau in dem Moment und sieht so aus, als ob wir ins Bild reinfallen. Ist es so? Machen wir das. Okay, warte. 1, 2. Du warst zu schnell. Auf 3 oder? Okay, auf 3. Nein, warte, wenn ich 3 gehe. Nach 3. Nach 3. Ja. Okay, das ist zu nah. Oh Leute, wir sind wieder da. Wir sind jetzt zurück. Wir machen das jetzt. Wir haben in letzter Zeit beide ziemlich... Wir haben beide noch Videos gemacht und wir haben auch die ganze Zeit noch irgendwie zusammen Sachen gemacht, aber wir haben so ein bisschen versucht, uns zu orientieren. Aaron jetzt auch, also jetzt nicht nur... Ich weiß meine Orientierung. Ja gut, was werden wir machen? Was ist der Plan? Wir bringen jetzt wieder regelmäßig Videos. Ich mache jetzt da im Hintergrund so ein Way. So. Das ist geil. Das Ziel ist einmal die Woche erstmal, ne? Einmal die Woche. Genau. Haben wir schon mal einmal die Woche ein Blog rausgebracht eigentlich? Also selbst damals, als wir angefangen haben, wir haben in Amsterdam gestartet mit den Videos und dann ging es ja alles wirklich mega schnell. Dann kam ja Amsterdam, dann kam, was kam dann? L.A. schon? L.A. direkt? Nee, dann kam erstmal New York. Stimmt, ja genau. Dann kam Fashion. L.A., dann waren wir in Kopenhagen. Barcelona dazwischen noch. Boah, da war echt viel mit am Start. Wir haben gar nicht wöchentlich rausgebracht, aber wir haben jetzt gesagt, okay, wir machen das und wir machen auch in einem YouTube-Channel, weil wir halt irgendwie, wir wussten nicht, wohin mit uns, so, ne? Vom Oder? Inhalt, meinst du jetzt? Was? Vom Inhalt, meinst du jetzt? Inhaltlich, ja. Insgesamt haben wir uns überlegt, wir unterteilen den YouTube-Kanal in Sparten. Genau. Also, dass wir jetzt sozusagen nicht nur dieses typische Travel-Vlog-Ding machen, was bis jetzt so war. Und auch nicht nur Travel-Vlogs und Fashion, sondern... Wir haben entdeckt, wir haben noch andere Talente. Wir machen so Sachen wie Do-it-yourself-Stuff. Ja. Das ist ziemlich witzig, wirklich. Wir kochen. Wir machen Real Talk. Real Talk wird richtig krass. Kann man das so sagen? Da kann sich der ein oder andere warm einpacken. Warm anziehen, sagt man gleich. Nee, warm einpacken. Warm einpacken. Warm anziehen? Sagt man das nicht so? Nee, ich kann, wir machen beides, dann schneiden wir das. Das ist auch gar keine Drohung, sondern Fakt. Ja. Eher so eine Warnung. Noch nicht mal das. Das ist einfach die Wahrheit. Leute, wir erleben Sachen, die müssen wir einfach mit euch teilen. Abgesehen von Travel und Lifestyle, was natürlich auch weiterhin passieren wird. Wir werden auch trotzdem, der Aaron wird nicht immer überall mit dabei sein, wenn ich reise. Aber trotzdem wird es weiterhin Reisevlogs geben. Es wird jetzt schon die nächste große Reise wird geplant und das wird witzig. Und ganz klar auch Thema Instagram. Auch wo viele gefragt hatten und wo man ja sagen muss, dass gerade Angelo doch schon Ahnung hat. Ich versuch's. Das Gute bei mir ist immer, ich tue so, als hätte ich Ahnung und dann funktioniert das gerade so. Um Haaresbreite klappt's irgendwie. Ja. Und dann sage ich dann immer, ja, ich habe es euch doch gesagt. Easy. Ja, easy going. Klar. Nein, wir wollen einfach ein bisschen darauf eingehen, was so die ganze Community schreibt. Wir kriegen ja Nachrichten von euch. Und die Nachrichten, auch wenn wir die nicht immer alle beantworten, lesen wir ja trotzdem. Und ich denke, dass wir beide herausgefunden haben, dass es für euch alle mega interessant ist, wie funktioniert Instagram eigentlich? Wie kann das sein, dass das alles so ineinander greift und dass es funktioniert und was sind da für Strategien hinter oder was steckt überhaupt dahinter? Ich kann mich zurückerinnern, vor 2 Jahren, Ende 2016, da habe ich mich gefragt, wie geht das, dass manche Typen jeden Tag was anderes anhaben, dass sie ständig neue Outfits posten, so teilweise zweimal. Welcher verdammte... Ich meine, wir haben doch gesagt, dass wir jetzt aufnehmen, oder? Ich habe unten, hast du das Schild unten hingestellt, Dreharbeiten? Ja. Ich gehe nochmal. Erzähl einen Witz in der Zwischenzeit. Ein Witz? Boah, Witze kann ich schon nicht. Du hast mich lang nicht mehr so angesehen. In jedem Video ein Lied anspielen und die Leute müssen raten, was das für ein Lied war. Ja, genau, die Sparte haben wir vergessen. Ich lerne jetzt Instrumente. Genau. Instrumente lerne ich jetzt auch noch und eine neue Fremdsprache. Ich finde, das ist wichtig, dass man, also ich spreche Deutsch und Englisch. Jetzt habe ich mir vorgenommen Spanisch, als sie klar doch. Ja, war gut. Krass, ne? Ohne Akzent. Und ohne Abgucken. Ich habe auch einen ganzen Satz gelernt, aber ich komme da immer durcheinander. Ich habe gelernt den Satz, ich habe gemerkt, viele meiner Follower sind Spanisch, deshalb lerne ich jetzt Spanisch. Oder deshalb habe ich mich entschieden, Spanisch zu lernen. Oder irgendwie so war das. Ja.
Den Satz kann ich. Hola, ¿qué tal? Ya que muchos de vosotros sois españoles, he decidido aprender español. Das war bestimmt richtig. Ich weiß nicht. Ich habe auch also klang gut. Hab ich ein Wort vergessen? Das fällt ja auch nicht auf bei so einer. Hast du gerade Gitarre gespielt? Ja. Ja, ich bringe dem Aaron auch jetzt Gitarre spielen bei. Aaron spielt Gitarre. Ja. Und Aaron singt auch. Manchmal. Manchmal singt Aaron und spielt Gitarre. Ja. Was haben wir noch so vor? Wir wollen uns auch immer mal wieder ein paar lustige Sachen ausdenken und gleichzeitig aber auch ernste Sachen. Also ich habe ja gerade schon angekündigt, dass wir. Ich bin gerutscht, dann ist mir das ganz so hoch. Ja, nicht so angenehm. Schwierig. Nee, wir haben herausgefunden, wir machen viel ernste Sachen und wir machen viel lustige Sachen und vor allen Dingen sind wir in der Lage, auch professionelle Sachen zu machen und deswegen wird da auch zwischendurch immer mal wieder was kommen. Lasst euch einfach überraschen. Wolltest du was sagen? So ein Special. So ein Special, würde ich sagen. Mit auch anderen Leuten, Special Leuten dabei. Stimmt, wir haben ja schon. Wir haben schon eine Zusage von einem großen. Ja. Wir haben eine Zusage von nicht nur einer Person. So, was war noch? Wir haben jetzt ein Büro. Ein Büro haben wir, ja. Ein Büro, ja. Roomtour wolltest du noch machen. Aber ah, das haben wir ja noch. Genau, es wird eine Roomtour gemacht. Das machen wir aber nicht jetzt. Nee. Ich habe nicht aufgeräumt. Dauert auch zu lang. Ja. Das ist einfach hier weitläufig. Ich habe gelernt, dass man auf YouTube auch immer mindestens 10-mal im Video dann doch sagen muss, dass die Leute auch bitte abonnieren sollen. Warum? Und auch liken, ja. Machen wir das sonst nicht, Arne? Ich weiß. Ich habe ehrlich gesagt, ich könnte nicht sagen, wie viele Follower unser YouTube-Channel hat. Oder, nee. Oder wie viele. Kann man bei YouTube liken? Mhm. Ach, Daumen hoch und Daumen runter. Genau, ja. Ah, ja. Ja, mach das mal bitte. Daumen runter. Ist mir egal. Wäre doch cool eigentlich, wenn wir so der YouTube-Kanal in Deutschland mit dem. Ey, das wäre eigentlich geil, wenn immer Statement. Alle Leute nur Daumen runter. Immer nur Daumen runter geben. In jedem Video. Auch wenn es euch gefällt, macht zweimal einen Daumen runter. Wir machen das nicht, weil wir Likes oder Follower suggerieren wollen, sondern wir machen das, weil wir irgendwie Bock darauf haben, zu zeigen, was in unserem Leben so abgeht. Das ist teilweise crazy. Ey, ja. Das ist echt crazy. Ich kann mich jetzt zwar gerade an nichts Crazyes erinnern. Ich wollte auch, das liegt mir so ein bisschen am Herzen, weil ich bin ja ein Quereinsteiger und habe ja tatsächlich erst angefangen zu fotografieren vor 2 Jahren. Und deswegen wollte ich auch auf das Thema mal etwas eingehen und da auch nochmal einen Vlog oder auch mehrere Videos zu machen, wie ich denn überhaupt fotografiere, worauf ich bei Fotografie achte, was wichtig ist, bei welchen Lichtverhältnissen. Also da auch nochmal ein bisschen auf die Technik eingehen, wann man wo was macht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor kurzem noch das Interview von Paul Ripke gesehen. Und Paul Ripke hat in dem Video was gesagt, womit ich mich sehr gut identifizieren konnte. Und zwar war das, dass er selber, wenn er irgendwas sieht und er soll das jetzt fotografieren, dann könnte er niemals sagen, welche ISO er jetzt benutzt oder was für ein Shutter Speed oder welche Blende da jetzt benutzt wird, bei welchen Lichtverhältnissen, er könnte das nie sagen. Er probiert es immer einfach aus und dann sieht es halt irgendwann gut aus. Und er macht es halt so lange, er probiert halt so lange rum, bis es gut aussieht. Und im Grunde genommen war es bei mir nie anders. Und das will ich auch mal zeigen, weil teilweise kommen da auch echt witzige Sachen bei. Und wie gesagt, auf die Technik mal eingehen, wie arbeiten wir eigentlich, wie entsteht der Kram, den wir so machen, das wollen wir auch mal zeigen. Aber ich denke, der Hauptfokus liegt auf, wir wollen euch teilhaben lassen und wir wollen euch unterhalten und wir wollen euch wieder mitnehmen. Und ein bisschen was beibringen. Und ein bisschen was beibringen und auch euch zeigen, dass das Leben nicht perfekt ist. Und dass, ich bin ja immer einer, der sagt, dass jeder Mensch perfekt ist, aber jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen. Und wir wollen auch gerne mal unsere Schwächen zeigen und nicht immer nur, dass alles klappt und die schönen Videos und wie alles toll ist, sondern wir zeigen euch auch mal, was alles nicht klappt. Denn das ist meistens mehr als das, was klappt. Ja. Ich habe mir neulich erst wieder wehgetan, als ich Popcorn gemacht habe. Ich habe immer noch die Wunde an der Hand übrigens. Das war krass. Auch so Sachen wie Bilder bearbeiten. Ja. So Bildbearbeitung, gerade für Instagram, so was kommt gut an, was kommt nicht gut an. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Lightrooms aufgemacht habe, war ich überfordert. Ja. Photoshop bis heute traue ich mich nicht an alles, was da im Bild, ich habe da keine Ahnung von, frag mich, was das ist, ich weiß es nicht. Ich muss selber jedes Mal wieder auf YouTube gehen und mir irgendwelche Tutorials angucken. Und wenn da mal irgendwer irgendwie an den Einstellungen was gemacht hat, dann bin ich aufgeschmissen. Dann bin ich wie so ein Käfer auf dem Rücken, weiß nicht mehr, was ich machen soll. Dann versuche ich, Schritte rückgängig zu machen, dann geht das nicht mehr und dann muss ich selber wieder gucken. Also
Es ist nicht, all das, was wir machen, entsteht nicht einfach so aus... wir wurden... Fällt nicht vom Himmel. Ja, das fällt nicht vom Himmel. Ja. Was kann man denn also zum Schluss sagen? Zum Schluss? Freut euch drauf, bleibt dran. Ja. Achso, ich habe gelernt, subscribe den Channel. Und auf jeden Fall... Kannst du auch drin sein. Subscribe den Channel. Hier. Ja. Ist es dann... Ich kannst du das machen, dass das denn da ist? Wir wissen nicht mal, ob das auf dem Bild ist, wo wir gerade sein. Ach, das stimmt. lasst einen Daumen da. Nach unten? Ja, oder nach oben. Also uns ist das egal. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es wichtig ist. Warum ist es wichtig? Damit mehr Leute unsere Videos sehen. Ja, für den Algorithmus. Damit das Video anders platziert auf YouTube. Ich glaube, wir sollten auch nochmal ein Video machen, wie du die ganzen scharfen Soßen probierst. Also wer heute meine Story mal sich angeguckt hat bei mir im Instagram, der sieht, wie der Aaron eine scharfe Soße probiert. Und ich habe von den scharfen Soßen noch ein paar Steigerungen am Start. Und wir können ja sowas machen, dass er zum Beispiel da mit dem Finger reingeht, sich das in die Puppe steckt. Oder ins Auge. Ganz einfach. Ja. Nee, sowas halt. Auch lustige Sachen machen wir. Und ihr könnt mir auch mal schreiben, wen ihr denn gerne mal in einer Kooperation hättet. Das bedeutet, ihr könnt in meinem Instagram könnt ihr sehen, welche Leute ich so kenne und mit welchen Leuten ich so viel zu tun habe. Und da könnt ihr sagen so, hey Angelo, wir möchten gerne, dass du mal was zusammen machst. Lad doch mal den Frank Winter zum Kochen ein. Oder lad doch mal den Frank Winter zum Workout ein. Oder was weiß ich, wen ihr da so alles finden könnt. Sagt mir Bescheid oder sagt uns Bescheid und dann gucken wir mal, was sich da machen lässt. Ansonsten müsst ihr euch überraschen lassen. Ich habe das Gefühl, ich rede immer sehr laut und du aber nicht. Ja gut. Ach so, was wollen wir, abgesehen von hier Fotos machen und so und wie und warum, möchten wir auch nochmal zeigen, was wir überhaupt für eine Technik benutzen. Genau. Warum? Was für eine Technik? Warum? Auch euch zeigen, dass man nicht die teuerste Kamera braucht, um gute Fotos zu machen. Ist ja auch immer so ein Ding. Ja. Und auch mal sagen so, ey, das ist alles mit der Zeit so entstanden und womit wir angefangen haben und warum wir uns entschieden haben, dann doch da zu erweitern. Ey, ich hatte die Soße noch an meinem Finger und ich habe mir gerade im Auge gerieben. Auf jeden Fall zeigen wir das. Oh, fuck. Brauchst du Wasser? Nein. Okay. Ich bin ein Mann. Okay. Ich brauche noch mehr von der Soße. Um die Soße damit wegzugeben. Und meine Tattoos. Wir gehen natürlich auch nochmal auf meine Tattoos ein und so ein bisschen... Ich wollte euch auch noch die Geschichte, es gab von euch, neulich kamen die Blogging Tales raus, die haben 6 Seiten abgedruckt, meinen kompletten Werdegang von der ersten Klasse bis heute. Und man kann es im Internet nicht finden und deswegen haben wir uns überlegt, ich erzähle die ganze Story auch mal als YouTube-Video. So, wir brauchen jetzt einen Abschluss, was sagt man denn jetzt noch? Du machst das. Oh nee. Junge, sieh zu, Zeit wächst nicht auf vorne. Gut, dann machen wir das so. Wir haben euch alles gesagt, was wichtig ist fürs Erste. Seid gespannt, was kommt. Und wir sind erstmal raus, ne? Ja, ciao, ciao. Tschüss.